Ich bin's, die Amy, heute von unterwegs. Heute ist Barfußtag. Noch korrekter gesagt ist heute ein Tag ohne Schuhe-Tag. Warum man heute ohne Schuhe laufen sollte, hat mehrere gute Gründe. Zum Ersten, es kann viel Spaß machen, wenn man es freiwillig macht. Zum Zweiten möchten alle, die heute barfuß laufen, darauf aufmerksam machen, dass es in Ländern wie Guatemala oder Äthiopien, beziehungsweise prinzipiell alle Entwicklungsländer, viele, 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 viele Kinder oder fast alle Kinder ohne Schuhe rumlaufen. Diese müssen jeden Tag viele Kilometer zur Schule hinterlegen. Und ja, wenn man sich verletzt am Fuß, werden viele Krankheiten und prinzipiell ohne Schuhe ist die Wahrscheinlichkeit zu erkranken viel höher, als wenn man Schuhe trägt. Deswegen laufen wir heute barfuß für Konversation mit anderen Leuten und um etwas zu bewegen. Denn zum Beispiel Toms, das ist eine Marke, wer ein paar Schuhe bei Toms kauft, sorgt dafür, dass ein paar Schuhe nach Äthiopien oder Guatemala geht. Entwicklungsländer. Dem muss geholfen werden. Denn nur gesunde Kinder können sich besser konzentrieren und mehr lernen. Deswegen ist es wichtig, etwas zu bewegen. Und deswegen laufen wir heute mal barfuß. Und ja, man kann sich dann die Fingernägel auch schön lackieren. Es ist auch nicht wichtig, schöne Füße zu haben, ja? Aber einfach was Gutes tun mit einer ganz einfachen Sache, die dich und mich nichts kostet, außer vielleicht ein bisschen Zähne zusammenbeißen auf dem harten Asphalt. Andere müssen das jeden Tag tun und haben sich schon eine Hornhaut angelaufen. So sehen Füße dann aus, wenn man dann den ganzen Tag barfuß läuft. Viele gucken komisch und da kann man einfach mal darauf aufmerksam machen, dass es eine Aktion ist. Und ich wollte euch eigentlich früher Bescheid sagen. Ich hoffe, es ist okay, euch heute Bescheid zu sagen, an diesem großartigen Tag, der Sonne etwas entgegenblinzeln. Ja, das war's auch schon für heute. Einen sonnigen Tag wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Peace out.